Oft sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen vollkommen glücklich machen. Rosenduft. Kinderlachen. Sonnenschein. Ein Kuss des treuesten Menschen der Welt. Ein Lächeln. Ein Moment Ruhe. Familienzeit. Geteilte Liebe. Und wenn man merkt, wie wertvoll all das ist, wovon man täglich umgeben wird. Juna, steckst du noch eine rein? Oh, Juna, Vorsicht! Kaputt gemacht. Hast du die Puppe weggelegt, Juna? Wechselt, oh ja, zudecken auch noch, genau. Sie wechselt auch die Windel. Achso, deswegen hier überwinden. Prima. Gibst du der Puppe noch einen Kuss, Juna? Ja, was passiert? Gibst du noch einen Kuss der Puppe? Gibst du der Puppe noch einen Kuss? Nein. Boah, super. Legst du ins Bett? Legst du wieder ins Bett? Ja. Prima. Und hier zudecken. Toll. Ganz prima gemacht. Hier, wir wollten raus. Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben einen wunderschönen Familiensonntagmorgen gerade. Die Kinder sind jetzt inzwischen in der Badewanne. Franz beaufsichtigt sie und ich habe deswegen ein bisschen Zeit, hier im Kinderzimmer Ordnung zu machen, damit wir dann heute Nachmittag nichts mehr zu tun haben, weil, wie ihr seht, es ist super hell, die Sonne lacht, es ist einfach wunderschönes Wetter. Und das wollen wir nachher natürlich unbedingt genießen. Wir werden es Vormittag nicht mehr rausschaffen. Es ist nämlich schon echt spät. Juna hat gemalt und wir haben hier gespielt. Und ja, es ist wirklich einfach mega gemütlich. So liebe ich die Familiensonntage. Was wollte ich jetzt noch sagen? Habe ich vergessen. Wird mir aber wieder einfallen, hoffentlich. Und dann gucken wir mal, was wir noch so anstellen. Vorhin haben wir noch eine Runde Schnapptubi gespielt und jetzt hören wir Osterlieder, um den Osterhasen ein bisschen zu locken. Stimmt's, Emil? Und nebenbei essen wir super lecker nochmal Nudeln mit Bolognese. Und Schneckennudeln. Ja, kleine Schneckennudeln, ne? Na, Juna? Klappt's? Die Übersuchung.
Als können wir die Schäfchen anzünden. Na? Was wollt ihr? Können wir die Schäfchen anzünden und in die Mitte stellen? Können wir machen. Und guck mal, wie romantisch. Die Rasen da. Das war ich. Ja, das war ich. Ich bin nämlich der Katzenaufpasser. Das ist nicht schön. Ja. Keiner von alle hier sieht diese rustikal unromantischen. Was? Da kannst Dorfbewohner. Ich hab kein Wasser. Yay, tanzen! Fies. Du bin nämlich gar nicht dich beim Essen filmen. Ich bin nämlich nur mich hier. Ich will auch was werfen. Ey, Luna Carlotta. Was hat die geworfen? Papa? Weiß ich auch nicht. Mama, was hast du geworfen? Tja. Was ist denn, Papa? Ja, ihr kann zu blind werden. Entschuldigung. Deine Mama hat mir wehgetan. Nein, gar nicht. Ich hab dir gar nicht. Nein, ja. Stimmt nicht. Und was? Die hat mir das Gummi an den Kopf gelöst. Kannst du das glauben? Papa, das mach ich auch. Papa, mach das zurück zu Mama. Also mach das zurück zu Mama. Ich kann sowas nicht. Los, probier mal. Achtung. Geil. Ich lach mich kaputt. Oh, das ist schön. Wow. Oh, nee. Danke. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Sachen zeigen, die letztens bei uns angekommen sind. In Kooperation mit 1000 Kind durften wir uns nämlich ein paar Ostersachen für unsere Kinder aussuchen, worüber wir uns riesig, riesig freuen, weil es einfach bei 1000 Kind alles gibt, was man sich vorstellen kann. Von den Jojos bis personalisierbare Teller und Bücher und CDs und Hörspiele und habt ihr nicht gesehen. Fahrzeuge und Bücher und alles, was man halt zu Ostern so super verschenken kann. Und ich habe jetzt ein paar Kleinigkeiten ausgesucht und auch zwei Großigkeiten, bei denen wir uns leider ganz schön verschätzt haben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch, wie gesagt, zeigen, was unsere Kleinen zu Ostern bekommen. Vielleicht auch als Inspiration für euch. Und bevor ich es vergesse, ich habe auch mit 1000 Kind wieder einen Rabattcode für euch ausgehandelt. Er heißt natürlich Ostern und wird hier eingeblendet. Und auch in der Infobox stehen, da könnt ihr einfach was sparen. Wenn ihr auch noch auf der Suche nach Ostergeschenken seid, einfach ein bisschen für euch, damit ihr ein bisschen was sparen könnt, dachte ich so, weil ich auch immer so ein Sparfuchs bin. Ja, aber fangen wir jetzt einfach mal erstmal an mit den Ostersachen. Und zwar als erstes habe ich für beide Kinder diese Körbchen hier als Osterkörbchen bestellt. Man sieht es jetzt hier nicht, aber ich habe auch noch eins ausgepackt. Und zwar sind die von Minene. Wer mich schon wirklich sehr viel länger verfolgt, weiß, dass ich schon in Junas Schwangerschaft Minene entdeckt habe und die super finde. Und seitdem habe ich immer mal wieder ein paar Produkte von denen. Und dieses Mal sind es halt diese zwei Aufbewahrungskörbchen. Ich habe die jetzt auch bewusst in grün genommen und die sind so weiß gepunktet, damit wir die dann später noch im Kinderzimmer als Aufbewahrung benutzen können. Da passen die einfach super rein und außerdem ist die perfekte Größe, um halt einige Eier reinzubekommen, ein paar Süßigkeiten und ein paar Kleinigkeiten. Und das werden also so die Osterkörbchen sein für die Kinder. Die sind auch aus sehr, sehr festem Stoff und werden richtig gut stabil sein. Das wird dann also sozusagen die Vorüberraschung schon sein, dass bevor sie losgehen und suchen, bekommt jeder so ein Körbchen in die Hand.
Und dann kann es losgehen. Und ich freue mich schon so ganz, ganz doll. Ich liebe das total, die zu beobachten, wie Ostereier suchen. Juna liebt ja sowieso Eier. Emil will schon seit Monaten nur noch Ostereier kaufen und lockt schon immer den Osterhasen mit Osterliedern zum Frühstück. Und Juna tanzt immer zu Osterliedern und es ist einfach mega süß. Und hier ist die Stimmung schon voll auf Ostern. Also das Wetter passt ja jetzt auch perfekt dazu. Es scheint endlich wieder richtig doll die Sonne. Und das ist einfach richtig cool. Ja, dann fangen wir mal an mit den Sachen, die es praktisch bei uns geben wird. Also die sie von uns bekommen, aber wissen sie ja nicht, kommen ja vom Osterhasen. Die es aber halt bei uns zu finden geben wird. Und es ist als erstes für alle beide zusammen ein Spiel für draußen. Und das sieht so aus. Das ist also praktisch das große, Geschenk. Das große Osterhasen mit Bringsel. Ja, und es ist so ein Ringspiel, wo man so, ja, so Stäbe halt hat. Und ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, die aus Holz zu nehmen. Mit Tauringen. Damit auch Juna damit schon vernünftig spielen kann und es nicht so leicht umkippt und sowas. Und da kann man halt verschiedene Ringfarben auf verschiedene Farben von den Hügeln halt werfen. Und damit wird ganz schön, also damit wird halt einfach Koordination, Auge-Hand-Koordination trainiert. Also ich habe halt einen Sprachfehler. Ja, ist halt also einfach wirklich ein tolles Spiel, was nebenbei noch einen nützlichen Effekt hat. Und ist von Plant Toys. Das ist das große Geschenk, was sie von uns alle beide zusammen bekommen. Und dann gibt es halt von uns noch so ein paar Kleinigkeiten dazu, die sie dann finden. Und diese Kleinigkeiten sind natürlich exakt, also nicht exakt gleich, aber immer gleich. Also haben wir hier zwei Autos. Und da beide gerne mit Autos spielen, werden die sich da schon irgendwie einig werden. Das ist jetzt, das sind Siko-Autos, die mögen wir am allerliebsten. Und vor allem Franz hat dafür auch ein totales Faible. Ist einmal ein Notarzt und einmal so ein Polizeistreifenwagen. Dann bekommt Emil ein Thomas-Hörspiel, weil er zurzeit im Auto wirklich richtig gerne Hörspiele hört und von Thomas wirklich nur ein einziges hat. Er das aber eigentlich richtig doll mag. Juna bekommt eins von Leo Lausemaus. Da ist drauf, Leo Lausemaus will nicht teilen, lernt schwimmen, mag sich nicht beeilen und wünscht sich ein Haustier. Will nicht teilen ist ein großes Thema, deswegen habe ich mich bewusst für diese Version entschieden. Das ist Nummer 6, wen es interessiert. Und mag sich nicht beeilen auch sehr und wünscht sich ein Haustier, wird auch immer wieder angesprochen. Deswegen passt die zurzeit wirklich perfekt zu uns. Also wie gesagt, dann bekommt jeder so eine CD. Außerdem habe ich noch so ein kleines Sticker-Set für jedes Kind ausgesucht, weil die beide wirklich richtig, richtig gerne stickern. Die finden das einfach total klasse. Emil malt halt noch dazu und Juna hat einfach ganz viel Spaß daran, das ganze Papier voll zu stickern. Und die sind jetzt von Diego, die finde ich ganz besonders niedlich. Da sind viele drin, 160 Stück, damit kann man halt richtig gut stickern. Hier, das ist einmal die Variante mit Fahrzeugen und das ist einmal die Variante mit Tieren. Die können sich dann einfach immer selber aussuchen, wer welches bekommt. So, dann habe ich hier noch ein kleines Buch, das heißt Beeil dich, kleiner Osterhase. Das wird sicherlich eher so in Junas Richtung gehen, aber ich habe es für kein Kind jetzt bestimmt. Da kann man auch so ein paar Klappen und Schiebedinge. Achso, das ist jetzt so ein Guckloch gewesen. Warte. Ach nee, hier. Genau, wusste ich es doch. Da kann man hier so Schiebesachen machen und hier so ein paar Sachen hin und her schieben. Also so ein kleines Buch, das hat auch irgendwie nur 5 Euro gekostet, genau. Deswegen finde ich bei 1000 Kind ist einfach perfekt, weil man wirklich auch die Preisspanne eingeben kann. Und ich habe dann zum Beispiel gesucht von 0, also von 1 bis 10 Euro und habe da wirklich so viele tolle Sachen gefunden. Seht ihr ja hier. Und ja, hätte mir da so viel aussuchen können, aber wir wollen es halt auch nicht übertreiben. Ich möchte damit übrigens auch keine Grundsatzdiskussion auslösen, wer von wem wie viel zu Ostern bekommt und in welchem Wert und in welcher Menge und in welcher Größe. Bei uns ist es einfach so, dass Emil ja wirklich direkt zu Weihnachten, also einen Tag vor Weihnachten Geburtstag hat und wir das ganze Jahr über keine Möglichkeit haben, ihm halt auch einen größeren Wunsch zu erfüllen, weil wir es halt, also klar, es lässt sich immer irgendwie einrichten, aber wir finden es halt blöd, wenn er jetzt wirklich ständig zwischendurch irgendwelche Geschenke bekommen würde, einfach so. Und deswegen machen wir es so, dass das, was bei ihm zurzeit im Fokus steht und was er sehr gerne macht und was er sich wünscht, beziehungsweise worüber er viel spricht, weil wir das nicht so machen, dass man sich vom Osterhasen jetzt wirklich was Großes wünschen kann. Deswegen ist das bei uns halt einfach so geregelt, wie es geregelt ist, nämlich
diese Menge und halt von jedem Familienmitglied so ein bisschen was. Und ja, so, dann bekommen die beiden noch was, was noch nicht vollständig ist. Und ich hoffe und bete so sehr, dass Jabba Dabba Du bei 1000 Kind wieder geliefert wird nochmal bis zu Ostern. Denn ich habe nämlich geplant, so für beide, ein Sandkastenset. Denn von meinen Eltern bekommen die beiden zusammen so eine Sandkastenschale. Und das wird dann dort das eine Geschenk sein, was es gibt. Und dann werden sie halt Eier und Süßigkeiten suchen. Bei uns gibt es keine, also nicht so in der Art Süßigkeiten, sondern jeder wird halt wahrscheinlich einfach nur Schokoladen, also ein Ü-Ei bekommen und das war's dann. Weil letztes Jahr das wirklich, vorletztes Jahr ist das so ausgeartet mit den Süßigkeiten, dass wir dieses Jahr gesagt haben, wir halten uns da raus und das können dann die Omas und Opas organisieren und schenken. Jedenfalls gibt es dort den Sandkasten und ich habe mich halt auch bewusst dafür entschieden, Sachen für draußen zu nehmen und Sachen, womit beide spielen können. Also gibt es für beide von uns. Oh, das ist noch gar nicht offen. Warte mal. So. Passend dazu ein mega niedliches Set für jedes Kind, bestehend aus Gießkanne. Das ist auch so eine Metallgießkanne, also voll retromäßig. Schaufel, die dann dazu passt. Und einem kleinen Eimerchen. Diese Sachen sind halt, wie gesagt, alle von Jabba Dabba Du. Ich liebe diese Marke. Emi hat davon auch eine Lichterkette in seinem Kinderzimmer gehabt. Und die machen so schöne, farbenfrohe Sachen. Wartet mal, es wird bestimmt gleich scharf. Da ist es. Ja, genau. Jabba Dabba Du. Und die machen so, so schöne, niedliche, farbenfrohe Sachen, dass ich da wieder, ja, mir was ausgesucht habe aus dem Shop. Das ist jetzt die blaue Variante mit den Bienen. Und dazu gibt es auch noch eine rosa Variante mit den Schmetterlingen. Leider war ich da nicht schnell genug und das ist halt echt immer, ihr müsst, wenn ihr irgendwas seht, was ihr haben wollt, wirklich schnell zugreifen, weil es ganz beliebt ist alles. Und dazu werde ich dann nachträglich noch die Schaufel und die Gießkanne für Juna bestellen, weil die jetzt leider nicht mehr da waren. Und ich hoffe, dass das soweit klappt. Ansonsten werde ich mir da einfach noch was anderes, werde ich das durch was anderes ersetzen. Genau, das sind die Sachen, die sie von uns bekommen. Diese, also Hörspielsticker, Buch, also dieses kleine Buch für alle beide zusammen, dieses Spiel und halt das Set. Genau, das werden wir dann schön verstecken. Wir werden dafür auch rausgehen zum Suchen, weil, ja, wir das einfach besser finden. Und hier in der Wohnung ist dann einfach auch zu chaotisch und dann rennen die hier rum und dann liegt hier alles, also dann wird es hier verteilt und dann räumen die alles aus und es ist sowieso dann halt schwierig, einfach einzugrenzen, wo sie suchen sollen und wo nicht. Und deswegen gehen wir einfach raus, haben dann so ein bestimmtes kleines Gebiet und da können sie dann alles suchen und da sind wir auch einfach ein bisschen freier in der Gestaltung. So, dann gibt es von den anderen Großeltern jeweils ein Buch und ansonsten halt auch Ostereier und ja, das ist das Erste, worin ich mich verschätzt habe, nämlich dieses Buch. Leute, schaut euch an, wie riesig das ist. Ich dachte, das wäre ein ganz normales Buch, aber das ist so cool. Das heißt Tatütata, wohin saust die Feuerwehr, mit Aufziehfeuerwehr, Sirene und drei Spuren. Als Erstes wusste ich, habe ich schon mal nicht gecheckt, dass hier eine Sirene dabei ist. Achtung. Also die ist wirklich mega laut. Die müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abkleben. Aber das wird der ultimative Spaß für Emil sein. Der liebt ja die Feuerwehr und sowas. Deswegen habe ich auch Feuerwehr, also Notarztfahrzeuge und sowas ausgesucht und Sticker dazu. Ja, da ist hier so eine kleine Feuerwehr drin. Die kann man aufziehen. Und wenn man jetzt das Buch aufklappt, dann gibt es als Erstes immer die Geschichte. Also was passiert. Und als Nächstes ist dann hier immer die Stadt abgebildet und hier gibt es die Fahrspur, wo die Feuerwehr dann drin fahren kann und zum Einsatzort fahren muss. Und dort halt wird dann halt praktisch die Geschichte nachgespielt und ich finde die Idee so klasse. Dieses Buch ist vom Asborn Verlag, wir lieben den ja sowieso ultra mega doll, also ich könnte nur Bücher von dem besitzen, weil die so schön illustrieren und so farbenfroh sind. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall definitiv ans Herz legen. Das hat jetzt 20 Euro gekostet, ist aber wie gesagt ein mega fettes, riesiges Buch. Es gibt da, glaube ich, drei verschiedene Einsätze drin und dann halt auch mit drei verschiedenen, ja, das ist dann die zweite, mit drei verschiedenen
einmal Stadt, einmal hier Land und was war jetzt das andere? Noch irgendwie Dorf oder sowas. Ja, und dann gibt es da halt eben immer was zu tun. Und das mit der Sirene ist natürlich richtig cool. Also für kleine Feuerwehrfans ist das das absolute Highlight, glaube ich. Ja, und Juna bekommt auch ein Buch und auch sie bekommt ein Buch mit Soundeffekten, auch vom Asborn Verlag. Wie sollte es anders sein? Es gibt hier Fühlelemente drin, so kleine Gucklöcher. Ich habe hier noch gar nicht das Teil rausgezogen. Kann ich mal kurz machen und kann euch mal eine Seite zeigen. Hier ist zum Beispiel eine Seefahrtseite mit Leuchtturm und der Leuchtturm hat hier oben so ein Fühlelement. Die Möwe hat hier oben so Fühlteile. Hier gibt es so ein Guckloch zum Durchgucken und hier auch so Spuren zum Nachfahren. Und man kann hier auch sämtliche Klappen dann öffnen und dann halt gucken, wer sich dahinter versteckt. Und die Bootfahrt. Genau, da sind dann halt einfach noch die passenden Geräusche zu jeder Seite da. Ich kann einfach mal für euch kurz durchblättern. Also wie gesagt, ich bin zu 100.000% begeistert vom Asborn Verlag und von den Büchern und von den Klappen. Auch Emil hatte schon Bücher vom Asborn Verlag. Da gibt es zum Beispiel dieses Babys erstes Klappenbuch oder Babys erstes Fühlbuch. Mega, mega toll. Und zurzeit sind halt diese Soundeffektbücher total beliebt. Deswegen bekommen die beiden jeweils eins von den anderen Großeltern. Und jetzt noch von Franz Großeltern, weil wir sollten uns um alles kümmern. Und von Franz Eltern bekommen die zwei was, wo mir wirklich fast die Augen aus dem Kopf gefallen sind. Weil ich es niemals so groß eingeschätzt hätte. Ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich nicht gedacht, dass sie so riesig sind. Weil ich finde, für die Größe waren die gar nicht so teuer. Und egal, sie werden sie trotzdem bekommen und es wird dann halt auch dort wieder nur diese beiden Sachen für jedes Kind eins geben und dazu Ostereier. Und zwar ist es dieser Bagger. Ja, ich, wie gesagt, wusste nicht, dass das so riesig ist, sonst hätte ich mich definitiv für was Kleineres entschieden, weil das ist irgendwie nicht so die Osterhasendimension für mich. Aber ich fände es jetzt blöd, es wieder umzutauschen und ich weiß, dass die zwei sich mega drüber freuen werden. Die haben ja bei Franz' Eltern wirklich einen riesengroßen Sandkasten und die sind nur am Spielen da drin. Also die sind nur damit beschäftigt, immer im Sandkasten zu spielen, stundenlang. Und es passt einfach perfekt, die werden sich darüber riesig freuen und deswegen werden das einfach die Geschenke dafür sein. Und das ist jetzt, wie gesagt, hier so ein Löffelbagger. Der hat Räder. Ich weiß, dass Emil immer der festen Überzeugung sind, dass Löffelbagger nur Raupenketten haben können. Aber nein, er hat Räder. Und er hat halt auch eine Riesenschaufel, da passt schon ordentlich Sand rein. Die Fahrzeuge sind von Big und heißen Power Worker. Das ist also das Fahrzeug Nummer 1. Und für das andere Kind gibt es natürlich dann Fahrzeug Nummer 2. Und das ist so ein Kipplaster oder wie die heißen. Der hat vorne, sieht auch ein bisschen aus wie ein Schneeschieber, ne? Der hat vorne nämlich so eine Schiebeschaufel dran und hinten eine Ladefläche. Und ich finde, dass gerade die beiden sich besonders gut eignen für den Sandkasten. Es gibt davon auch noch ganz viele andere Fahrzeuge, aber die sind jetzt hier nicht mit drauf. Zum Beispiel, Achtung, eins ist noch mit drauf, so ein rotes. Es gibt aber auch noch andere Bagger und andere LKWs und so. Und ich fand jetzt die beiden gerade für den Sandkasten besonders schön. Damit können die den Sand hin und her schieben, hin und her schaufeln, transportieren, aufbaggern und so weiter. Ja, also ich hatte mir die ehrlich gesagt irgendwie so vorgestellt. Aber ja, wir freuen uns trotzdem riesig drüber. Und es ist natürlich immer schöner, wenn man so eine positive Überraschung erlebt, als wenn es andersrum wäre, ne? Ja, und wenn ich schon einmal dabei bin, habe ich für die zwei auch zwei Oberteile noch bestellt. Also, und übrigens, da wurde ich letztes Mal danach gefragt und es ist mir überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen oder euch das zu erklären. Ich sage halt bestellt, weil das Ganze trotzdem, trotz Kooperation, durch die man sich halt einfach in einem bestimmten Warenwert dann halt seine Sachen aussuchen kann, die man für sich passend findet, damit es halt einfach auch passt und damit wir davon überzeugt sein können und wir euch das halt, ja, damit wir dahinter stehen können, welche Sachen wir euch hier vorstellen und euch empfehlen, sucht man sich halt einfach die Sachen selber aus und das Ganze läuft über einen ganz normalen Bestellvorgang. Und
Deswegen sage ich halt bestellt. Aber ich würde jetzt nie sagen gekauft, wenn wir es gesponsert bekommen haben. Und diese Sachen haben wir ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von 1000 Kind. Und dafür stellen wir euch die halt vor. Aber trotzdem suchen wir uns natürlich nur Sachen aus, die wir gut finden. Und ihr merkt halt auch, die Marken kommen bei uns immer wieder. Das heißt, wir haben schon so immer die Sachen im Hinterkopf, die uns wirklich richtig gut gefallen und mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Und wer meine liebe Freundin Emma kennt, der weiß, dass sie zurzeit total auf die Marke Sulabou abfährt. Und ich dachte, jetzt musst du doch auch mal das probieren und habe halt danach geguckt und habe das hier gefunden. Wenn das nicht perfekt zu Ostern passt, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt hier ein T-Shirt bestellt. Ich finde, es fällt, also ein Longsleeve bestellt, es fällt knapp aus. Also wenn ihr, also ich würde euch raten, immer eine Nummer größer zu bestellen. Emil wird definitiv hier reinpassen, aber wenn ihr lieber das locker sitzend mögt, bestellt lieber eine Nummer größer. Das ist jetzt 104 für Emil und da ist halt so ein Häschen drauf. Er bekommt ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt, also einen blau-weiß gestreiften Pulli, dann zu Ostern an. Und Juna geht im Partnerlook. Ich habe mich für sie allerdings für pink entschieden, weil es das blaue nicht mehr in ihrer Größe gab. Und deswegen ja, bekommt sie diesen Pulli hier, auch mit dem Häschen drauf. Und das wird so, so putzig aussehen, wenn die in diesen Oberteilen einfach dann ihre Ostereier suchen gehen werden. Sagt man das so? Suchen gehen werden? Ja, und dann haben die beide ein cooles Osterhäschen-T-Shirt an. Ich krieg's natürlich wieder nicht hin mit dem Ärmel hier. So, genau. Und ich freue mich mega, die darin zu sehen. Ja, und das war's, was ich euch zeigen wollte. Das sind die Sachen zu Ostern, die sie bekommen. Es ist natürlich jetzt viel, also viel auf einmal und eine Menge. Aber wie gesagt, die werden auf 3 Familien verteilt. Also auf uns, auf die Großeltern und auf die anderen Großeltern. Ja, genau. Und in dieser Kombination finde ich es absolut okay. Sie bekommen bei den Großeltern jeder einen Teil und halt Süßigkeiten dazu. Und bei meinen Eltern, bei den anderen Großeltern, unsere Kinder haben ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Großeltern, bekommt die halt zusammen ein großes Teil, einen großen Sandkasten. Also einen Sandkasten halt, das ist ja ein Riesenteil dann. Ja, und ich freue mich ganz, ganz doll und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir mit all den Sachen wirklich lange Freude haben werden. Und das ist mir auch immer besonders wichtig, dass man die dann halt nicht nur zweimal benutzt und dann war's das. Oder dass dieses Interesse dann vielleicht verflogen ist. Ich weiß, dass die einfach wirklich die ganze Zeit lange noch mit dem Sandkasten spielen werden, dass die mit den Fahrzeugen drinnen und draußen Spaß haben können. Die Osterkörbchen können wir wieder verwenden. Die Eimerchen kann man dann im Sommer auch für zum Sand, zum Wasserspielen benutzen. Ja, also ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr auch gesehen, dass die beiden neue Schuhe haben. Die sind auch von 1000 Kind, denn da gibt es nämlich nicht nur ja, Spielzeug und Zubehör, sondern auch ganz viele Klamotten. Und da haben die beiden auch noch eine Softshell-Jacke jeder bekommen und ein paar Schuhe, worüber ich mich riesig freue. Also wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, dann macht das gerne, dann könnt ihr euch die auch noch anschauen. Und ja, für heute soll es das auch direkt gleich gewesen sein, weil wir jetzt nämlich rausgehen werden und dann nehme ich diesmal die Kamera nicht mit, sondern genieße einfach die Zeit mit meiner Familie. Das wollte ich euch aber unbedingt noch zeigen, damit ihr auch noch genug Zeit habt für Ostern zu shoppen, falls euch jetzt hier was gefallen hat. Und vergesst nicht, dass ihr den Rabattcode sehr gerne einlösen könnt, um noch ein bisschen was zu sparen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Genießt die Sonne und genießt den Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!